Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Apps der Woche hier auf Own Galaxy und heute zeige ich euch wieder ausschließlich eure Vorschläge, also viel Spaß damit. Und ja, als erstes möchte ich euch die App Textfee zeigen und hiermit können wir ein Foto einscannen, so ähnlich wie wir das schon mit Camscanner konnten, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, aber hier ist der Vorteil, dass wir dann zum Schluss kein Bild rausbekommen, sondern wir bekommen wirklich Text raus, den wir dann kopieren können und irgendwo einfügen können. Also wir machen das hier ganz normal, wir machen ein Foto, wählen aus, was eingescannt werden soll, dann scannt er das hier schön aus und dann bekommen wir hier so eine schöne Textausgabe, wir können das auch als PDF exportieren und alles sowas, aber eigentlich benutzt man hier diesen Text, da können wir den, was weiß ich, kopieren und per Mail verschicken oder weiterverarbeiten im Texteditor oder was weiß ich, was damit machen. Und das finde ich wirklich sehr cool und umso besser man das Foto auch schießt, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich jedes Wort erkannt wird. Außerdem haben wir natürlich auch die Möglichkeit, einfach einen Screenshot oder ein bereits aufgenommenes Foto einzuscannen und bei Screenshots funktioniert das meistens natürlich ziemlich gut, weil die Schrift sehr gut erkennbar ist und wenn man zum Beispiel dann einen Screenshot geschickt bekommt, kann man den einfach einscannen und den Text benutzen. Und ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich sehr gut, denn hier wurde wirklich jedes Zeichen 1:1 erkannt. Die nächste App, die ich euch jetzt zeigen möchte, heißt Retry und die wurde mir von sehr vielen Leuten vorgeschlagen. Danke wirklich hierfür, zeigt mir wirklich in letzter Zeit wirklich sehr coole Apps. Natürlich immer gerne eure Vorschläge einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt zum Spiel. Wir müssen hier dieses Flugzeug von einem Hangar zum anderen Hangar navigieren und dabei können wir jetzt hier zum Beispiel so einen Retry-Punkt setzen, wo wir dann, wenn wir dann sterben, wieder gespawnt werden. Das können wir hier mal machen und wenn wir dann jetzt gleich irgendwo gegenfliegen, dann kommen wir da auch wieder hin. Und die Steuerung, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das ist auch der Charme des Spiels, dass die nicht ganz so einfach ist. Wir können einfach durch Tippen auf den Bildschirm Höhe gewinnen und dabei müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht zu viel Höhe gewinnen oder zu wenig. Und das ist gar nicht so einfach, ihr solltet das einfach mal selbst ausprobieren. Und hier auf diesen Flugbahnen kann man immer landen, aber jetzt hier zum Beispiel auf Gras oder so, da hat man dann immer verloren. Und hier ist der Hangar, wo ich hingemusst hätte, aber da habe ich es nicht so richtig auf die Reihe bekommen, da hochzukommen. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, dass man da versucht, vernünftig zu fliegen. Die nächste App, die ich euch jetzt zeigen möchte, heißt Deezer. Und das ist eine Alternative zu Spotify und funktioniert grundlegend alles kostenlos, so wie bei Spotify auch, nur dann bekommt man ab und zu mal Werbung reingeschaltet. Wenn ihr das ohne Werbung und in besserer Qualität haben wollt, müsst ihr dann da das Ganze abonnieren und das ist dann kostenpflichtig. Ansonsten finde ich, hat man hier wirklich eine sehr gute Auswahl. Man kann sehr schnell neue Songs kennenlernen, weil man hier die Charts alle schön mit eingebettet hat. Da kann man einfach gucken, ja, was ist in den Charts so los, dann gleich die Songs anhören und das bekommt man dann gleich wie im Musikplayer einfach, kann man dann auch die App schließen und was anderes machen, die Musik läuft trotzdem weiter und das finde ich dann auch ganz cool, dass man dann auch hier wirklich schnell neue Songs findet. Man kann natürlich hier auch eine Suchfunktion machen oder nach Genres suchen. Das Ganze kann man dann hier einfach zur Playlist hinzufügen und zu der kommen wir dann gleich nochmal. Ich füge jetzt hier mal ein paar hinzu, dann gehen wir hier runter zu den Playlists und dann sehen wir hier Lieblingssongs, wo ich das hinzugefügt habe. Und dann kann man sich die natürlich auch anhören. Man kann auch neue Playlists machen und. Und was dann auch noch cool ist, dass man das Ganze dann auch noch downloaden kann. Und zwar, wenn man dann unterwegs ist und gerade keinen guten Empfang hat, kann man das Ganze dann auch ohne Internet hören, indem man hier einfach bei seiner Playlist auf Download auf On klickt. Dann werden alle Songs aus der Playlist runtergeladen und man kann sie dann auch offline hören. Das finde ich ziemlich cool. Zudem kann man noch Freunde hinzufügen und dann gucken, was die so hören. Ich finde, alles in allem ist das wirklich eine sehr übersichtliche und coole App, die ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Und ja, als nächstes zeige ich euch die App Don't Touch the Spikes. Und von dieser Art Apps gibt es einige und die haben immer andere Aufmachungen, andere Namen. Das Spielprinzip ist hier allerdings sehr einfach, denn wir fliegen hier einfach von der einen Seite zur anderen Seite und müssen dabei aufpassen, dass wir nicht in diese Stacheln geraten. Dazu reicht es immer nur einfach auf den Bildschirm zu tippen, um Höhe zu gewinnen und dabei sollte man halt versuchen, noch diese Bonbons hier einzusammeln. Mit der kann man dann, was weiß ich, im Shop dann neue Sachen kaufen und dazu sollte man die halt einsammeln. Und letztendlich gilt dann einfach, einen hohen Highscore hier zu machen und so weit wie möglich zu kommen. Und ja, die letzte App, die ich euch heute zeigen möchte, finde ich wirklich sehr cool, und zwar Flickshot 2. Und hier gibt es sehr viele verschiedene Modis, das könnt ihr alle mal raussuchen.
Ich habe hier zum Beispiel einen Zeitmodus, eine Minute Zeit, so viele Tore wie möglich zu machen. Und das Ziel ist es halt immer, in diesen gelben Punkt zu treffen. Und da bekommt man immer die meisten Punkte. Wenn man jetzt in das Rote trifft und in das Blaue, bekommt man halt Punktabzug. Und deswegen sollte man immer versuchen, da schön reinzuschießen. Und ich glaube, ich habe das noch gar nicht ganz raus. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel auch dem Ball so einen Drall geben. Und jetzt hier später seht ihr auch, dass sich dann der gelbe Punkt auch noch selber mitbewegt, sodass das immer ein bisschen schwieriger wird. Man kann jetzt zum Beispiel dem Ball so einen Drall geben, dass er erst weit nach rechts rausfliegt und dann nach links reindreht oder sowas. Das muss man aber alles mal ein bisschen üben und ich denke mal, dass das wirklich sehr cool ist. Mir gefällt die Aufmachung sehr gut und ihr solltet es einfach mal ausprobieren, da der ganze Spaß auch kostenlos ist, wie alle Apps, die ich euch heute gezeigt habe. Und natürlich findet ihr die Links zu den ganzen Apps unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt zum Ende des Videos kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich freue mich natürlich wieder auf eure Vorschläge und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.